Ein sprechender Papagei ist einfach so viel stylischer als ein Affe. Ich weiß nicht, ich würde eher einen Affe nehmen. Also, ja, ich bin wirklich. Ich, ich würde mal einen Papagei nehmen und dem irgendwelche geile Lieder beibringen. SCH, Freunde, wir haben die 40.000 Abonnenten erreicht. Wir sind jetzt auf dem Weg zu den 50.000 Abonnenten. Wie ihr gerade seht, geht es richtig schnell. Also, lasst gerne ein Abo da. An dem Wochenende, wo ich die 50.000 Abos erreiche, werde ich 2 Streams machen. Jeweils Samstag und Sonntag, Minimum 2 Stunden. Also, Freunde, drückt den Abo-Button, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go! Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir was ganz Besonderes, Freunde. Das haben wir noch nicht auf meinem Kanal gehabt. Es ist, würdest du eher... Und mit dabei ist Sitzenmotzi. Okay, also bist du bereit? Ja, ich Freunde, bin bereit. Dafür, dass das Video noch nicht auf meinem Kanal gekommen ist, würde ich sagen, schaffen wir die 4000 Likes, oder Schmocki? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, also Schmocki, ich würde sagen, du fängst an. Und würdest du eher eine Kreuzfahrt machen oder eine Weltreise machen? Ich meine, es ist eigentlich... selbsterklärend so, weil, oder? Was sagst du? Ja, also für mich ist es ganz klar, aber ich muss auch sagen, Kreuzfahrt ist geil, weil man hat da irgendwie so geile Tennisplätze oder Pools. Ja, auf der, da, weißt du, ich meine? Das ist auch ganz stylisch. Eine Weltreise ist so, du steigst im Flieger, gehst ins nächste und bla bla bla. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ins nächste Land. Aber ein Kreuzfahrtschiff ist schon geil, so, du hast richtig Komfort und eigentlich schwimmst du, aber es fühlt sich so an, als würdest du auf einer Insel schwimmen, so, weißt du, wie ich meine? Das ist schon geil. Achso, Freunde, nochmal vorweg. Es ist keine eigene Meinung, sondern es sind Fragen, die im Internet gestellt wurden und die Leute haben halt so prozentual beantwortet. Zum Beispiel eine Kreuzfahrt machen 80% und eine Weltreise machen 20%. So, und wer die Frage richtig beantwortet, wenn Schmocki jetzt sagt, Kreuzfahrt machen und es ist richtig, dann kriegt er natürlich die bessere Waffe und am Schluss machen wir einen Fight. So, nochmal zur Erklärung. Also, nicht, dass die Leute denken, hä, wie soll das denn funktionieren? Also, Schmocki, du darfst gerne aussuchen. Puh, Bruder. Ganz, ganz schwierig. Ich gehe auf jeden Fall Weltreise, weil ganz ehrlich, Weltreise ist einfach tausendmal interessanter als eine Kreuzfahrt. Ist auch so. Du siehst, deshalb, ja, du siehst eigentlich nur ein schwimmendes Hochhaus so auf einer Kreuzfahrt, ja. Und in der Weltreise siehst du halt alles, ne? So. Ja, deshalb Weltreise. Wird mich auch mehr anbocken. Wird mich auch mehr anbocken. 87%! Das ist krass, Digga. Also ich hätte so gedacht, so 80, 20, aber 13 zu 87 ist heftig. Was für eine Waffe hast du jetzt bekommen? Ja, eine lilane Scar. Ah, das tut weh. Okay, Freunde, dann bin ich jetzt dran mit der Frage. Würdest du eher ertrinken oder verbrennen? Po! Oh, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Das ist voll die eklige Frage. Also, ich kann ja mal, ich bin ja Mr. Allgemeinwissen, ich kann ja mal 2 Thesen dazu aufstellen, Freunde. Also, ertrinken soll der schlimmste Tod sein, weil das der am längsten dauernde ist. Also, man ertrinkt ja nicht sofort, man hält ja die Luft an, dann panikt man und dann atmet man das Wasser sozusagen. Und beim Verbrennen ist es zwar, glaube ich, schmerzhaft, aber ich habe mal gehört, dass es dabei, wenn du verbrennst, dann ist es recht schnell vorbei, weil du atmest diesen Kohlenstoff ein und wirst eigentlich sofort ohnmächtig. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich würde auch sagen, das Verbrennen der angenehmere Tod ist, weil ich habe auch richtig Angst vor mir trinken. Freunde, frag mich nicht, warum ich das weiß. Ich weiß es irgendwie. Und ich würde auch sagen, ertrinken. Also die Leute... Aber ich... Nee, verbrennen. Verbrennen, nicht ertrinken. Aber ich dachte immer, wenn du so ertrinkst und dann einfach... plötzlich so das Wasser in deine Lungen geht, bist du direkt tot. So direkt. Dachte ich immer. Ja, aber ich glaube, das davor und so diese... Boah, das ist eine Frage, die man nicht beantworten kann. Es ist beides furchtbar. Es ist beides furchtbar, aber ich würde auch lieber verbrennen, als ertrinken. Ja, glaubst du? Ja, ja. Weil verbrennen, glaube ich, schreckt mehr ab. So dieses, du brennst halt, weißt du, du denkst es so, schreckt es tut mehr ab, weh, ein auf den. Ja, vielleicht ist auch meine persönliche Meinung hier ein bisschen krass. Ich würde sagen, verbrennen. Doch, wir gucken, verbrennen. Ja? Nein! Was? 65% würden eher ertrinken. Nee. Heftig. Was soll ich denn damit? Okay, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die nächste Frage. Schmocki, würdest du eher... unglaublich das witzig sein oder absolut wunderschön. Oder da gibt's nur eine Antwort. Ich meine, man kann ja nicht André sein. Nein, Spaß. Nee, okay, da bin ich interessant, was die Leute sagen. Also ich hab schon so meine Meinung, was sie sagen würden, aber Schmocki, jetzt kommt deine. Schwierige Frage, es sind aber auch echt gute Fragen. Also, ja, auf jeden Fall. Das sind sehr, sehr gut gestellte Fragen. Freunde, gebaut von meinem Bauteam, Zockerzinge, Grüße gehen raus. Und weil Schmocki dabei ist, Grüße an Zockerziges Mama, weil sie ist, mag Schmocki irgendwie anscheinend. Ne, Schmocki, weißt Bescheid? Ja, Mama, ruf mich an. Also,
unglaublich witzig sein. Sagen wir mal, du bist der hässlichste Mensch der Welt, aber du bist unglaublich witzig. Ja. Du bist trotzdem beliebt. So ist nicht. Ja, so, genau, genau. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, wenn du ultra witzig bist, du hast viele dann bist Freunde. Du bei jeder Party dabei. Du kriegst zwar keine ab, aber naja, du bist trotzdem extrem weiß. Beliebt. Wer weiß. So, ja, na gut, vielleicht kommt auch eine ultra witzige, super hässliche. Weißt du, wie kann passieren. Und dann witzt ihr euch gegenseitig voll, so. Haha, nee, ja, du bist der, nein, du bist der Witzigste. Nee, aber ich würd auch sagen, witzig sein hat echt krasse Vorteile. Also so, wenn man unglaublich witzig ist, glaube ich, hätte man gar keinen großen Nachteil zu wunderschön sein. So, weißt du, wie ich aber meine? Am Ende des Tages, was willst du? Willst du Freunde? Oder willst du Frauen? Ich meine, wenn wir mal denken, mit was könntest du mehr Geld verdienen, dann wäre 50-50, oder? Weißt du, wie ich meine? Wäre 50-50, ja. Wär 50-50, weil du könntest ja. Der witzigste Komiker der Welt sein oder der schönste Mensch der Welt. Da würdest ja, du auch eben. Ist beides krass. Ist es auch, glaube ich, echt 50-50 hier. Ist richtig ja, knapp. Es ist sehr, sehr schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Schmocki, aber du bist dran. Du musst entscheiden. Die Sache ist einfach, die Welt ist fies. Die Welt ist einfach gemein. Und wenn du wunderschön bist, hast du es einfach im Leben. Und deshalb will ich wunderschön sein. Es ist wirklich so, Freunde. 59%. Krank, okay. Das war echt close. Was hast du bekommen? Ja. Dickies. Oh nee. Ey, wie soll ich denn den Kampf gewinnen, Freunde? Okay. Gehen wir in die nächste Frage. Würdest du eher alle Musik umsonst, alle Filme umsonst? Geht das nicht so schon? Nein, Spaß. Okay. Nee. Also ich glaube einfach, dass die Kinder von heutzutage Musik auf jeden stehen, Fall ne? Die Musik bevorzugen. Ja. Ich würde Musik komm, wählen. Komm, Musik. Ich würde es auch sagen. So, aber ich würde sagen, das ist ein ganz knappes Ding. So 55%. Schmocki, lass mich in Ruhe, nächstes Mal sag gar nichts. Ja, tut mir leid. Hä, aber du hast doch auch gedacht, oder? Oder nicht? Ein Busch? Ja, ist gar nicht so schlecht, Digga. Du blockst einen Schuss. Ja, aber was bringt mir meine was grüne Salbenpistole? Was ist das denn? Wieso denn Filme umsonst? Ja, weil die einfach teurer sind. Weißt du, ich meine? Musik kannst du ja auf YouTube hören, egal. Hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Okay, Schmocki, okay. Du bist wieder dran. Würdest du eher nie mehr wieder hören und sprechen können? Oder nie mehr sehen können. Puh! Digga, du kriegst voll die geilen Fragen! Ja, das ist halt einfach. Also nie wieder sehen kann ist das Gruseligste. Also nie wieder sehen können ist das Gruseligste, was ich mir vorstellen kann. Mit aber nicht mehr sprechen also können. Ich halt einfach die Fresse und. Ja, wäre auch geil. Kann man zu Hause einfach zocken, so weißt du, ich meine. Ja, wenn du nicht mehr sehen kannst, kannst du nicht mehr zocken. Das ist eigentlich ganz easy. Generell, so alles, so wenn du nichts mehr siehst, du bist einfach lost, du kannst nicht mehr ins Bett, du kannst nicht mehr zu nirgendwo hin. Ja, Blinde kriegen ja auch alles hin, man kann das ja natürlich, klar, aber es ist halt, es ist schlimm, es ist ein schlimmes Schicksal. Es ist wirklich schlimm, ja. Also, was sagst du? Ich finde, ein weniger schlimmes Schicksal ist, nie wieder hören und sprechen zu können. Also würdest du eher hören und sprechen? Ja, ich höre nicht und spreche nicht, genau, aber ich kann sehen. Okay, dann Freunde, schauen wir mal, was 61%. Ja, gut. Oh! Digga, ich hab ja jetzt schon verloren! Okay, das mit den Waffen müssen wir uns nochmal angucken, Freunde, weil also es läuft gerade nicht so gut. Deine graue Börse. Nee, die ist grün, die ist grün. Okay, würdest du eher deine Stirn tätowieren lassen, beide Hände tätowieren lassen? Okay, da ist eigentlich, ich denke mal, zu 90% beide Hände, oder? Ja. Oder, Freunde, was würdet ihr sagen? Schreibt mal in die Kommentare, ich sag Hände tätowieren. Ja, oh, 97, komm bitte. Ey, wollt ihr mich verarschen? Bist du ein Ninja mit grüner Digga, ich bin Busch-Ninja. Ich hab nur eine Waffe und Busch und Granaten. Egal. Freunde, Schmocki, würdest du eher einen Affen als Haustier haben, einen sprechenden Papagei als Haustier haben? Ganz, ganz einfach. Ja. Also, ein sprechender Papagei ist einfach so viel stylischer als ein Affe. Ich weiß nicht, ich würde eher einen Affe nehmen. Also, ja, ich bin wirklich. Ey, ich würde mal einen Papagei nehmen und dem irgendwelche geile Lieder beibringen. SCH. Aber wie krass wäre das? Promotion? Das wäre heftig. Er singt immer so mein Creator-Code-Song. Ja, aber wenn also wenn ich jetzt ein Video aufnehmen würde und ich hätte einen Affen auf der Schulter? Wäre auch stylisch, aber der Papagei, der halt dann sagt so, halt die Fresse, ist halt viel lustiger, ist, Digga. Ist schon lustiger. Viel, viel lustiger. Ich würde auch sagen, aber. Ja, du entscheidest du. Du. Ich will dich nicht wieder influencen. Hey, du bist doch dran. Ja, ich bin dran. Ja, ich hab doch gerade die Granaten bekommen. Stimmt. Okay, dann. Ja. Was sagst du? 55. Danke, Leute. Oh, noch zwei Schlürfs. Ja, drei Schlürfs. Ja, natürlich. Krieg ich jetzt noch einen Mac, oder? Was krieg ich jetzt gleich? Also, ich würde sagen, so eine. Bitte eine Waffe. Okay. Dann bin ich jetzt wieder dran, Freunde. Würdest du eher immer Fingernägel haben, die mehr als 12 cm lang sind, permanent einen Schnorchel im Gesicht haben?
Boah, also eklige Frage. Das ist eigentlich ganz einfach, weil Leute wollen nichts im Gesicht haben. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist ja auch mit Stirn tätowieren. Niemand will was. Das Gesicht muss immer. Du würdest auch lieber einen Arm verlieren, als irgendwie dein Gesicht nicht mehr so richtig zu haben. So, das ist halt das Ding. Also, Freunde, das ist easy. Permanent im Schnorchel will keiner haben. Dann lieber lange Fingernägel, oder? Ja, Digga, ich finde meine langen Fingernägel richtig. 52%? Oh, okay, was? Knapper als gedacht. Oh, okay, damit kann man arbeiten. Damit kann man arbeiten. Nicht direkt einen One-Shot into grüne Birne. Ich hoffe. Okay, Schmacki, du bist dran. Würdest du eher einen Tag lang klassische Musik hören, einen Tag lang Schlager hören? Boah, klassisch. Das ist für mich auch ganz einfach. Für mich auch. Wird auf jeden Fall die klassische Musik. Hasse Schlagermusik. Ja, aber es kann auch sein, dass die Jugend von heute eher Helene Fischer hört. Ja, Helene Fischer und so atemlos und so, ne? Ja, ja. Ja, okay. Ah, schwierig. Aber klassische Musik ist eigentlich übel entspannt. Ja, das kannst du eher den ganzen Tag hören als ganze Zeit Helene Fischer, würde ich sagen. 65%. Ja. Jetzt krieg ich auch noch Metz. Du kriegst Metz, natürlich. Ich nicht. Ja, warte mal. Das ist ja ein Battle am Schluss. Ich hab nichts. Egal. Du hast die Heavy Sniper, mehr brauchst du nicht. Ja, das stimmt. Okay. Kenn ich doch. Freunde, würde ich eher dehnbare Beine haben oder dehnbare Arme? Was heißt dehnbar? So hier auf Mr. Ja, so auf Mr. Elastic, ja. Ja, ja, okay, so, okay. Hm. Ja, mit Arme kannst du mehr anfangen, so, ne? Würde ich sagen. Puh, ja, mit schwierig. Arm kannst du so klettern und sowas, ne? Ist schon geil. Ja, klettern. Was kannst du mit Beine machen? Was wären die Vorteile? Da kannst du dich irgendwo runterhängen und so, ja. Aber was soll ich dann damit werden? Fensterwischer oder was? Kannst halt krass kicken, aber ja, ich würde auch die Arme nehmen. Ich würde die Arme nehmen und ich denke, die Leute nehmen auch die Arme. Ja, 56%. Okay, nicht schlecht. So, Schmocki. Jetzt geht's in den Fight. Ey, aber ich hab. Ey, lass mal bitte. Du musst mir irgendwas mit mir tauschen. Wenn ich verliere, dann verliere ich Fortnite. Du musst irgendwas mit mir tauschen, Digga. Okay, ich bin Ehrenmann, ja? Wie viele Waffen hast du denn? Zwei. Zwei? Ja. Ja, aber dann kannst du gar nichts mit mir tauschen. Doch, ich kann dir die geben. Okay. Dafür kriegst du den Busch, okay? Obwohl, nee. Hey, gib mir Busch doch. Nee, Digga, ich hab nur die Sniper. Die Counter von Heavy Sniper. Nix. Du kannst die Schattengranaten haben, wenn du möchtest. Oh, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Fight. Schmocki, bist du bereit? Bereit. Also mein Gear ist halt wirklich nicht wirklich geil, muss ich sagen, aber... Ja, ich kann eh nicht bauen. Die hat Bauen ausgemacht. Okay, geil. Das heißt, die Mets bringen dir nichts. Ja. Schummelgang, Freunde, Schummelgang. Achso, alles klar. Ich dachte, ich wäre gerade irgendwie voll safe gewesen, aber war ich dann doch nicht. Oh, ich habe gestickt! Nein! Aber du stirbst nicht, ne? Nee. Okay, Freunde. Wir haben das erste Leben verloren. Digga, man nennt mich auch Laser Ali. Okay. Digga, was gibst du mit deiner Burst? Keine Ahnung, was ich da gegeben habe. So, dann machen wir uns jetzt mal kurz voll, Freunde. Müssen kürzlich unendlichen Spritzis hier abwesend werden. Ja. Ja, ich komme. Wo sind sie denn? Weiß nicht. Oh mein Gott, er ist hier in der Nähe. Okay. Ey, was? Deine Puppe ist viel zu stark, Digga. Ich weiß. Okay. Warte. Nicht spawnkillen. Okay, wo bist du? Weiß nicht. Wo bist du? Bruder, wo bist du? Ich habe Angst vor deinem Sniper. Ich zeig mich nicht. Okay, warte. Ihr müsst wissen, André war früher, habe ich immer mit André Duos gespielt. Er war so eine kranke Sniper. Ich schwöre es euch. Aber dann haben sie seine Lieblingswaffe rausgenommen, Jagdgewehr. Ja, und sie haben das auch verändert. Sie haben es eigentlich zum Besseren verändert, Freunde, aber ich kam damit gar nicht mehr klar. Ja. Ah ja, stimmt. Sie haben auch die Flugbahn verändert. Genau, ne? Man war so mehr on point anstatt so weiter weg. Ja. Okay, wo ist der Sitzenmotzi? Oh, ich hab mich gehört. Hä? Wo bist du? Bruder, wo bin ich? Ich hab dich gehört, aber nicht gesehen. Oh mein Gott, hä? Warst du die ganze Zeit neben mir? Ja! Nein. Nein! Okay, Freunde, Pumpe ist einfach zu krass. Vor allen Dingen, er kriegt eine lila Scar und eine lila Pumpe. Was krieg ich? So eine Triple-Pumpe-Waffe, Digga. Freunde, aber ich hätte auch so keine Chance gehabt. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Checkt Schmocki in der Beschreibung ab. Ich habe jetzt auch einen Discord-Server, kommt da gerne dran vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ciao!